Ich habe letzte Woche über den Geist der Weissagung noch einmal geredet, ihr erinnert euch, hoffe ich. Aber wenn nicht, dann wäre es echt schade. Und ich habe dann mittendrin mehr oder weniger aufgehört, weil mir die Zeit davon gelaufen ist und möchte da noch ein paar Gedanken nachschieben. Okay? Wenn ich jetzt über den Geist der Weissagung spreche, dann beziehe ich mich auf Pfingsten. Denn das Christentum ist ein übernatürlicher Glaube, ist eine übernatürliche Religion, also wenn man es Religion nennen kann. Aber das Wort Religion ist gar nicht so schlecht. Religare heißt eigentlich sich zurückbinden. Wenn du dich also ans Wort Gottes bindest, beziehungsweise an die Gebote von Gott, dann hast du Religion im eigentlichen Sinn. Das ist nicht schlecht und nicht verkehrt. Okay? Sache ist nur, wenn die Religion sich verselbstständigt, wenn du bestimmte Rituale ablässt und dann denkst, jetzt ist es in Ordnung. Du betest 5-mal am Tag und dann denkst du, jetzt bin ich okay mit Gott. Es ist eine totale Fehldenkung, weil nämlich du Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten musst. Also du musst ihn mit deinem Herzen anbeten, du musst bei der Sache sein. Erstens und zweitens, du musst ihn wirklich anbeten. Nicht nur so tun, als ob. Ich habe mal gehört von jemandem aus England, als Arabien noch englische Provinz war, also Kolonie. Ägypten zum Beispiel, das haben die Engländer ja den Franzosen weggenommen. Und die Franzosen wieder jemanden anderen, bevor dann die Osmanen kamen und was weiß ich was alles. Oder nee, die haben es den Osmanen weggenommen. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall war gerade ein Musulman unterwegs und hat gerade einen anderen verfolgt. Okay, mit dem Krummschwert in der Hand. Dann hat der Muezzin gerufen, haben alle beide gestoppt, haben ihren Gebetsteppich ausgerollt, haben sich verbeugt, haben wieder zusammengerollt, als sie fertig waren, und haben sich weiter gejagt, einer den anderen. Okay, da kann man jetzt denken davon, was man will. Das ist eine Begebenheit, die sich schon in den 50er Jahren oder so, oder noch früher zugetragen hat. In den 50er Jahren ist sie aufgeschrieben worden. Beziehen tut sie sich wahrscheinlich auf noch was Älteres. Ist jetzt egal. Auf was ich eigentlich raus will, ist Folgendes. Christentum hat ein übernatürliches Element in sich. Ist nicht nur eine staubige Buchreligion, sondern hat ein lebendiges Element. Du sagst, wieso jetzt? Bei mir ist es nur staubige Buchstaben. Na gut, kann ja sein. Deswegen sprechen wir über den Geist der Weissagung und über ein Erleben, das du mit Gott haben sollst. Gott will sich dir mitteilen, Gott spricht zu dir. Und das macht er durch den Geist der Weissagung. Ist Zeugnis Jesu, also der Beweis dafür, dass du Christ bist, ist der Geist der Weissagung, heißt es in der Offenbarung. Bedeutet also, dass Gott immer wieder mal Signale in dein Herz hineinfunkt und die bei dir ankommen. Und da sind wir in den letzten 14 Tagen drauf eingegangen, in den letzten beiden Sonntagen. Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, werde ich auch nicht machen. Vielmehr werde ich Folgendes noch lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Da ist die Rede von Weissagung, denn wir müssen wissen, dass Weissagung nicht die Vorhersage der Zukunft ist. Ich sage das jetzt ungefähr zum 3725. Mal, aber es ist immer noch wahr. Weissagen gemäß dem Wort Gottes ist, was hier steht, in Vers 2, also 1. Korinther Kapitel 14, 2, wer in einer Sprache redet oder wer in Sprachen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, und niemand versteht ihn. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Da ist nicht unbedingt ein Reden für die Zukunft dabei, sondern oder eine Offenbarung der Zukunft. Sondern es ist ganz einfach zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Inspirierte Rede. Du hast ein Wort, das jemanden aufbaut, das jemanden ermahnt oder das jemanden tröstet. Das kann jeder. Da gibt es ein unterschiedliches Maß jeweils von Inspiration. Manchmal ist es einfach nur ein positives Wort, das du jemandem zusprichst. Irgendwann anders ist es so, dass der Geist Gottes wirklich auf dir ist und du bist inspiriert, merkst es vielleicht gar nicht so sehr, aber beim anderen kommt das Wort, das du dann zu ihm sprichst, einfach an, und es ist einfach was Besonderes. Mann, wow, trifft die Person. Das ist wunderbar. Gott spricht außerdem, haben wir festgestellt, durch so Dinge wie Träume und Gesichte. Du sagst, auch macht er das tatsächlich. Ich weiß, dass er das in der Bibel getan hat, aber macht er das heute auch noch? Meine Damen und Herren, Jesus von Nazareth ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er das also in der Bibelzeit gemacht hat, macht er es auch heute noch. Da
dass er zu dir in Träumen spricht, in Visionen. Was heißt Visionen? Gesichten, starken Eindrücken oder Warnungen. Zum Beispiel, als ich vor vielen, vielen Jahren umgezogen bin nach München in eine Bibelschule, hat mich ein anderer Bibelschüler eingeladen, ich kann bei ihm wohnen und seiner Frau in einem Münchner Stadtteil vor Ort. Kannst du machen, wird super. Und ich habe Ja gesagt, aber in dem Moment, in dem ich Ja gesagt habe, habe ich ein dermaßen schlechtes Gefühl darüber gehabt. Dermaßen schlecht. Jedes Mal, wenn ich nur dran gedacht habe, ist mir fast schlecht geworden. Ich habe mir gedacht, ich kann da nicht hin, obwohl das nette Menschen, liebe Menschen waren und seine Frau auch. Ja? Also überhaupt kein Thema. Nur ich habe in meinem Herzen gemerkt, das ist es nicht. Das ist ein Reden Gottes. Das ist unspektakulär, aber du merkst, hey, das ist irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Das ist so, wie wenn du dir die Füße wäschst und deine Socken noch anhast. Irgendwas stimmt nicht, okay? Seife ist da, Wasser ist da, deine Füße sind im Wasser, aber irgendwas stimmt nicht. Genau, du hast die Socken noch an. So ungefähr fühlt sich das an, wenn du ein Signal hast, tu es nicht. So ähnlich hat es Paulus gehabt in der Apostelgeschichte, als er mal hier und da und dorthin gehen wollte und der Geist Gottes ihm signalisiert hat, nö, geh nicht. Hat ihm aber nicht gesagt, wo er hingehen soll. Das kam dann durch einen Traum in der Nacht, vermute ich jetzt mal. Oder durch während er gebetet hat, ein Gesicht in der Nacht. Ein mazedonischer Mann hat ihm gewunken, komm rüber zu uns und hilf uns. Gott hat nicht gesagt, tu dies, das oder jenes, sondern er hat durch Symbole, ein Mazedonier hat gewunken, zu ihm geredet, gleichnishaft sich ausgedrückt. Und wisst ihr, bei diesen Symbolen und Gleichnissen ist es immer so, dass man sie richtig verstehen muss. Gott spricht so, du hast vielleicht einen Traum, den du nicht sofort verstehst, aber der ist so intensiv, so lebendig, so farbig gewesen, dass irgendwie eine Bedeutung drin stecken muss. Und jetzt musst du halt rausfinden, wie du den auslegst. Denn beim Paulus seinerzeit war es so, dass die sich hinterher zusammengesetzt haben, nachdem also Morgen war, die Missionstruppe sich zusammengesetzt hat und Paulus kundgetan hat, hey Leute, Gott hat uns bisher immer gesagt, wo wir nicht hin sollen, aber jetzt hat er mir gesagt, wo wir hin sollen. Er hat mir einen mazedonischen Mann gezeigt, der gewunken hat und ich schließe daraus, dass wir nach Mazedonien gehen sollen. Was denkt ihr? Und die anderen haben sich angeschaut, haben gemeint, klingt schlüssig. Und das haben sie dann gemacht. Sie sind nach Mazedonien, haben riesen Schwierigkeiten bekommen, aber waren auch extrem erfolgreich geistlich. Sind ins Gefängnis gewandert und haben aus dem Gefängnis heraus eine Erweckung gestartet. Mit Wundern und mit Erdbeben und allem drum und dran. Also Dinge, die sie selber gar nicht hätten machen können. Ja, es war einfach wunderbar, was da Gott mit ihnen getan hat. Aber wir halten fest, Gott hat nicht einfach zu ihnen gesagt, Mazedonien, geh da hin und predige dort, sondern er hat durch einen Traum und durch Symbole und Andeutungen und so weiter geredet. Manchmal spricht Gott klar und deutlich, wohl richtig. Meine Tochter hat dreimal in 14 Tagen geträumt, dass ihr Großvater in Amerika sterben wird. Hat sie uns mitgeteilt. Wir haben uns gedacht, okay, gut. Wisst ihr was? Meine Frau ist rübergeflogen, also das war sowieso geplant. Aber als sie drüben war, ist er tatsächlich angegangen zum Herrn. Das war also eine Vorankündigung von dem, was passieren wird. Wir waren nicht mehr überrascht oder erstaunt. Das geht nicht immer so, aber manchmal teilt Gott eben Dinge mit. Auf diese Art und Weise. Und das war ziemlich klar und deutlich. Andererseits kannst du, wenn du einen Traum hast, zunächst einmal mit den Symbolen nichts anfangen. Könige in der Bibel haben geträumt, der Pharao hat geträumt. Von 7 fetten Kühen, die dann von 7 mageren Kühen verschlungen wurden. Was bedeutet das? Oder Nebukadnezar hat von einer Statue geträumt mit Goldkopf, Silberschultern und so weiter, bis dann aus Eisen und Bronze, beziehungsweise Eisen und Ton die Füße waren. Hat auch nicht gewusst, was er davon halten soll. Es war auf jeden Fall so lebendig, so. Also nicht alles, was du träumst, ist von Gott. Aber manchmal, wenn es besonders deutlich und klar ist, dann kann es durchaus sein, dass es vom Herrn ist. Und dann musst du es richtig prüfen, richtig auslegen. Und dann ist es gut, wenn du zu jemandem gehst, der geistlich vielleicht ein wenig weiter ist als du. Du stellst dann zum Beispiel fest, dass Bäume, die Frucht bringen, ein Symbol für dich sind, der du arbeitest. Frucht ist die Frucht deiner Werke, versteht ihr? Das, was du für das, was du bekommst, was du arbeitest, bekommst und so weiter. Wenn du von Früchten träumst, zum Beispiel.
Oder solche Sachen. So, das führt jetzt zu weit, wenn ihr da wirklich in die Auslegung hineingehen möchte und da Tipps geben wollte. Aber einen Tipp will ich auf jeden Fall geben. Du musst anhand vom Wort Gottes dich entlang hangeln bei deiner Auslegung. Du musst nachschauen, vielleicht anhand von einer Konkordanz, wenn du von Früchten träumst, bloß als Beispiel, musst du eben schauen, was bedeuten Früchte in der Bibel? Kannst du machen, Konkordanzen sind erfunden. Da kannst du unter dem Stichwort Frucht oder Früchte nachschauen, was da alles steht. Und da kannst du dann aufschlagen und kannst nachlesen, was Gott zu sagen hat in Bezug auf Frucht. Und dann stellst du fest, ah ja, Frucht steht für das. Zum Beispiel stehen brausende Meeresmassen oft für aufgewühlte Volksmengen. Das ist zum Beispiel ein Schlüssel, wenn du die Offenbarung verstehen willst. Brausendes Meeres und so weiter steht oft für Volksmengen, die eben in Wallung sind. Und so musst du deuten. Du musst also schauen, was die Dinge, von denen du geträumt hast, in der Bibel bedeuten. Dann gehst du sicher, dass du das richtig verstehst. Und dann schlage ich immer noch vor, dass du nicht einzig und allein mit einer Auslegung bleibst, sondern dass du jemanden anderem, wenn dir das wichtig genug ist, zu jemandem anderen gehst und sagst, hey, was hältst denn du davon? Leute kommen immer wieder zu mir und fragen mich solche Sachen. Manchmal weiß ich was, manchmal fällt mir was ein, manchmal fällt mir nichts ein. Manchmal denke ich mir, naja, das war jetzt vom Herrn, der hat dir was gezeigt. Und manchmal denke ich mir, ach komm, du hast bloß geträumt, vergiss es. Das sind dann meine Eindrücke, versteht ihr? Aber das ist ein ganz wichtiger Tipp, dass wir uns an Wort Gottes orientieren, wenn wir analysieren wollen, was wir da gesehen oder geträumt oder gedacht haben. Wenn du ein schlechtes Gefühl über was hast, grundsätzlich schlechtes Gefühl, dann tu es nicht. Wenn du ein gutes Gefühl über was hast, dann tu es. Allerdings lass dich bei diesen Dingen immer vom Wort Gottes leiten. Ja, zum Beispiel hast du vielleicht ein super gutes Gefühl über deine Nachbarin und ein besonders schlechtes Gefühl über deine Frau. Dann kannst du jetzt nicht hergehen und sagen, oh, der Herr leitet mich zu neuen Ufern. Ich fürchte, da hast du dich verzettelt. Seid ihr noch da? Du sagst, sowas gibt es gar nicht. Ja, natürlich gibt es sowas, sonst würde ich ja nicht drüber reden. Okay, solche Sachen gibt's. Okay, jetzt lass mich zu meinem wichtigen Punkt kommen, der das Ganze ein wenig abschließen soll, die Diskussion hier über den Geist der Weissagung. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 20, da heißt's: Verachtet Weissagung nicht. Denn schau, wenn man über den Geist der Weissagung redet, dann fangen die Leute alle an zu weissagen. Okay? Und dann ist nicht immer alles inspiriert, sondern manchmal kommen dann Sachen halt dabei raus, die einfach nur der Fantasie und den Wünschen entsprungen sind. Und ich meine, Fantasien können ja auch interessant und lustig sein. Na, Leute schreiben Bücher über ihre Fantasien, nennen die dann Roman. Alles völlig okay, nur zur Lebensgestaltung kannst du dich nicht an Fantasien und Romanen ausrichten. Oder Vorstellungen und Eindrücken von anderen Leuten. Sondern da musst du dann schon prüfen. Die Sache ist, wenn du Weissagungen nicht verachten sollst, dann kann es gut sein, dass so viel Weissagung über dich hereinbricht oder Eindrücke, dass du zum Schluss, weil sie eben alle nicht stattfinden, versteht ihr? Dir sagst, hey, so ein Quatsch, das lassen wir einfach weg. Aber das wäre das Kind mit dem Badewasser ausschütten und das ist nichts, das wäre verkehrt. Wir wollen das Kind schon behalten und das schmutzige Wasser raus. So, sag mal jemand Amen. Okay. Na, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir sagt, hey, preis dem Herrn, der sieht, du hast ein Leiden an deinem Fuß wegen mir und er sagt, ich sehe, wie der Herr dahin langt und rummacht und den Schmerz rausnimmt und du sagst, hey, super, gehst aber weg und hast immer noch diese Schmerzen, dann hat dir das nichts gebracht, versteht ihr? Das, was der andere da gesehen hat. Vielmehr ist es dann so, dass wenn für dich gebetet wird, musst du sowas sehen. Dann hat es einen Wert, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen. Weil man konnte da wirklich super gut verzetteln. Wenn ich will, dann komme ich mit allen möglichen Eindrücken zu euch. Ja, ich komme wieder 5 Minuten in mein Büro zurückziehen und über was Wildes nachdenken, unbedingt eine Führung für irgendwas haben wollen. Ich komme garantiert mit irgendwas raus. Aber ob das dann vom Herrn ist, ist wieder so eine Sache. Wir empfangen Signale, wir produzieren sie nicht selber.
Und wir dürfen das auch nicht verbilligen, dadurch, dass man einfach jeden Eindruck, jedes Gefühl, jedes, was in uns herumzieht, jede Ahnung, die in uns herumzieht, für ein Reden Gottes halten. Das wäre verkehrt. Von was ich rede, ist echte Führung in Gottes. Wenn du weissagst, dann muss das gemäß dem Glauben sein. In anderen Worten, du musst wirklich glauben, dass du jetzt von Gott gehört hast. Eindrücke kriegen wir alle, aber glaubst du denn, dass dieser Eindruck wirklich von Gott war? Dann prüf dich einmal, ob er das wirklich ist. Wenn du sagst, ja, ich glaube, dass es jetzt vom Herrn war, gut, dann weissagst du nach dem Maß deines Glaubens. Aber wenn das nicht der Fall ist, sondern du denkst, naja, das ist jetzt so Ahnung, so Eindruck, geschenkt. Muss schon was Stärkeres ein wenig sein. Okay, Weissagungen soll man nicht verachten, trotzdem soll man offensichtlich, weil so viel Stroh und so weiter auch dabei ist, unter diesen Diamanten von Weissagungen, sag ich mal, von wem man keine Worte annehmen soll. Ne? Wenn jetzt also jemand in einer charismatischen Gemeinde oder in einer Gemeinde, in der man offen ist für diese Dinge, wo man an den Geist der Weissagung glaubt, so wie unsere, wenn also jemand auf dich zukommt und zu dir sagt, hey du Bruder, Schwester, ich habe ein Wort für dich, dann schaust du dir den Propheten an und sagst, vertraue ich dem überhaupt? Kenne ich den überhaupt? Und wenn du sagst, nö, dem vertraue ich nicht, den kenne ich überhaupt nicht, dann sagst du, vielen Dank für dein Wort, du hörst vielleicht dann an, dein Wort. Dieses Wort, es kann ja sein, dass da was drin ist. Und wenn der dann fertig geredet hat, gehst du wieder. Wenn einfach jemand zu dir kommt und sagt, hey, hör zu, du sollst mich heiraten. Dann sagst du, Gottes Segen, aber der Herr muss ja zu mir sprechen und nicht zu dir. Seid ihr noch da? Mir sind Fälle bekannt, wo vollmächtige Propheten so auf Frauen zugegangen sind. Und die haben dann sich gedacht, naja gut, dann heirate ich ihn halt. Es ging nicht gut. Also wir müssen also schon ein bisschen Weisheit auch da haben. Wenn du dir nicht leiden kannst, okay, oder wenn du dir denkst, oh nein, dann musst du nicht aus Gehorsam jemanden heiraten, den du nicht magst. Oder eine Arbeitsstelle anfangen, die du nicht magst und so weiter, bei jemandem, von dem du nicht weißt, ob du dem trauen kannst. Okay. Von wem also keine Worte und Weissagungen annehmen? Von Leuten, die im weitesten Sinn unausgeglichen sind. Die erfolglos sind im Natürlichen. Denn die benutzen das Geistliche, um sich zu profilieren, wichtig zu sein. Na, deren Motivation ist dann nämlich fragwürdig. Für die ist dann Weissagung vielleicht eine Möglichkeit, ein Mittel Einfluss zu nehmen, zu manipulieren und wie gesagt, sich zu profilieren, jemand besonders darzustellen. Du sagst, gibt es das wirklich? Hey Leute, ich habe vor Jahren, schon länger her, schon mehr als 10 Jahre her, habe ich plötzlich Briefe bekommen von Jesus. Ich habe schon mal darüber geredet vielleicht. Na? Jesus hat sich mir geoffenbart in Briefen. Er hat meinen Namen persönlich gekannt. Nach dem 3. oder 4. Brief hat die Person, das war eine Frau, sich geoffenbart, ich bin's, durch mich spricht der Herr. Und ich habe dann zu ihr gesagt, hör zu, du kannst nicht im Namen Jesu reden und sagen, ich, Jesus, schreibe dir dies, das oder jenes. Ich werde dir von nun an jede Woche eine Weissagung geben. Es ist Anmaßung, pure Anmaßung. Wenn du hinschreibst, wenn du deine Briefe mit Jesus unterschreibst. Ich habe nie mehr einen Brief von Jesus bekommen. Allerdings habe ich die Frau auch nicht mehr gesehen. Weiß nicht, vielleicht beglückt sie jetzt einen anderen Pastor. Ich habe das echt bedauert. Ich habe mir gedacht, ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sowas gibt's. Oder jemand, den ich auch nicht gekannt habe, kam nach einem Gottesdienst zu mir und hat gemeint, ich habe ein Wort für dich. Es war wieder Frau, sorry. Ich habe gesagt, ja gut, sag an. Wie lange wollt ihr hinken auf beiden Seiten? Ich habe gesagt, halt, stopp, stopp, stopp. Wie lange wollt ihr hinken auf beiden Seiten? Ich habe gesagt, stopp, 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 stopp. Erstens, das christliche Glaubenszentrum ist nicht das gefallene, abgefallene, von Gott abgefallene, den Baal anbetende Israel. Zweitens, ich bin nicht König Ahab. Meine Frau ist nicht die Isebel. Und viertens, du bist nicht Elia.
Ja, gut. Ja, du lachst jetzt. Mir war es nicht zum Lachen zumute. Ich habe mir gedacht, Mensch, das ist so, ach, ich hätte in die Jacke weinen können. Ehrlich, oder jetzt erst gestern oder vorgestern habe ich E-Mails bekommen. Auch nicht zum ersten Mal. Nicht zum ersten Mal, aber wieder von einem Propheten. Von dem Jesus geweissagt hat und von dem Mose geweissagt hat, der in der Bibel vorkommt. Ich habe dann nachgeschaut, zu welcher Uhrzeit diese Briefe kamen. Tief in der Nacht, wo arbeitende Menschen schlafen. Ich wusste dann sofort, das ist irgendein Sozialhilfeempfänger, der nichts Besseres zu tun hat, als ein Prophet zu sein. Da sind wir wieder bei dem Profilierungsbedürfnis. Seid ihr noch da? Wisst ihr, ich habe festgestellt, auch nüchterne Christen kommen da eins wanken. Je verrückter und abgedrehter der Prophet, versteht ihr, desto mehr muss er von Gott sein. Wenn jetzt, ich sage euch, bei uns jetzt natürlich nicht, aber ich sage euch, wenn hier vorne einer stehen, der hat wüste Rasterlocken, versteht ihr, seit 20 Jahren nicht mehr gewaschen, einen Kamelhaarmantel mit einem abgeschnittenen Bügeleisen Netzteilkabel als Gürtel mit Sandalen, wie Jesus sie möglicherweise getragen hat, der dasteht und eine Hammerweissagung rauslässt und ich sage, es gibt Leute, die fahren auf so Zeug ab. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das nicht mal ausprobieren soll. Dann kämen vermutlich die Falschen in Zukunft. Und ich würde richtig nicht mehr erreichen. Also nein. Okay, glaub nicht einfach dem Erstbesten, sondern prüfe. Okay? Wenn du Eindrücke hast und so weiter, misstrau dir ruhig ein wenig selber. Bring das vor deine Frau, deinen Mann oder zumindest jemanden, von dem du geistlich vertraust. Wenn du Entscheidungen zu treffen hast, ist es nicht verboten, dann um Rat zu fragen und um Weisheit zu bitten. Gott wird dann zu dir sprechen, absolut wird er machen. Er wird durch den Geist der Weissagung oft, 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 sagen wir oft, nochmal oft, zu dir reden. Und du wirst es merken. Er kann dich als Schüler, kann er dich darauf hinweisen, dass heute eine Prüfung kommt. Kein Witz. Er kann dich darauf hinweisen, dass jemand in deiner Umgebung sterben wird. Es kann gut sein, dass er plötzlich dir, du betest ja, und er zeigt dir eine Möglichkeit, wie du legal und nebenbei noch Fähigkeiten, die du hast, entwickelst und dann nochmal einen Nebenerwerb zum Beispiel hast. Völlig, völlig möglich, dass der Herr dir plötzlich Türen auftut, die du überhaupt nicht für möglich gehalten hättest. Gott ist ein segnender Gott, ein guter Gott. Er will uns über die Maßen segnen. Ja, er will uns voranbringen in allen Dingen. Natürlich in letzter Linie will uns die Erkenntnis Gottes mehren. Aber der Geist der Weissagung ist aktiv. Was ich jetzt hier mache, sind lediglich ein paar Warnungen noch aussprechen. Auf zwei oder drei Zeugen hin soll alles geschehen, heißt es im Wort Gottes, wieder und wieder. Zum Beispiel im 1. Timotheus Kapitel 5, 19 greift Paulus diese Regel aus dem Alten Testament auf. Wenn es Anschuldigungen gibt gegen einen Ältesten, heißt es da, soll es auf zwei oder drei Zeugen hin ein Urteil gefällt werden. Nicht nur, wenn einer was sagt, weil es kann ja sein, dass der verleumdet. Ja, sowas gibt es. Hebräerbrief Kapitel 10, 28 steht es auch nochmal, auf zwei oder drei Zeugen hin soll alles passieren. Es gibt Leute, die Träume und Gesichte gut auslegen können, wie zum Beispiel Josef und Daniel, das waren in der Bibel. Die hatten einen Ruf dafür. Die Menschen haben das gemerkt. Hey, der kann das. Wisst ihr, das merken die Menschen, dass da geht ein Aroma oder ein Signal von der Person aus, die den Menschen mitteilt. Der kann das. Wir können alle weissagen, aber wenn die Gabe der Weissagung durch jemanden spricht, dann merkst du, ah ja, das ist jetzt vom Herrn. Da ist einfach eine zusätzliche Dimension da, die du nicht fabrizieren kannst. Und die Leute merken das. Ah ja, das ist wieder Bruder, Schwester, so und so. Sagt immer im selben Moment im Gottesdienst dieselbe Weissagung. Oder wenn es tatsächlich jemand ist, der was vom Herrn bekommen hat, das merkst du dann, du merkst es. Ich muss darüber reden, weil ich mit unserer Situation hier nicht zufrieden bin. Wir sehen es viel zu wenig.
Und wir werden nicht mehr davon sehen, wenn ich nicht drüber predigen tue. Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Gottes. So, die Dinge, die wir haben wollen, die müssen wir miteinander besprechen. Okay, und dann greift da das ganze Raum. Ich bin dazu jetzt gute Dinge. Was machen wir, wenn wir keinen Ausleger haben? Hey, dann gibt es immer noch jemanden, der in der Gemeinde da ist und die Hilfestellung geben kann. Jetzt vielleicht noch eine Frage. Für unsere Hörer und Zuschauer, die eher traditionell geprägt sind, aus den Konfessionen kommen oder Baptisten zum Beispiel sind. Nette Menschen, gute Menschen wollen wir überhaupt nicht in Frage stellen. Menschen, die Jesus lieben und gerettet sind. Die haben unweigerlich, wenn du über Weissagung und diese Dinge sprichst, eine Frage, nämlich folgende. Aber im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 8, da heißt es doch, dass Weissagung aufhören wird. Sprachenrede aufhören wird. Übernatürliche Erkenntnis aufhören wird, diese Dinge. Stimmt, natürlich, wird auch aufhören. Aber du musst aber weiterlesen, den Vers fertig lesen. Da steht nämlich, wenn das Vollkommene gekommen ist, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen, das bezieht sich auf den Moment, wo Jesus wiederkommt, wo Jesus seine Herrschaft antritt, hier unten auf der Erde, dann werden wir nicht mehr um Heilung beten müssen, meine Damen und Herren. Dann wird es keine Krankheiten mehr geben. Halleluja. Findet das irgendjemand gut? Also ich finde es gut. Halleluja. Na, du wirst keine Ermutigung mehr brauchen, weil es gibt keine Entmutigung mehr. Mensch, es ist zu dermaßen gut. Na, du wirst nicht mehr getröstet werden müssen, hey, weil du wirst nicht mehr keine mehr über die Rübe bekommen. Keine mehr über die Rübe bekommen. Na, du wirst nicht mehr ermahnt werden müssen, weil du einfach nicht mehr hinten dran hängst. Du bist nicht mehr der ewige Nachzügler, sondern du bist jetzt voll dabei. Das Fleisch ist weg. Und du bist nur noch, lebst nur noch aus der Kraft des Geistes. Und das wird das beste Leben sein, das du dir jemals hättest erträumen können. Der Herr wird dir das geben. Dann werden diese Hilfsmechanismen, die Geistesgaben, die wir brauchen zur Unterstützung und zum Auferbauen und Ermahnen und Trösten, die werden dann weggetan werden. Aber bis dahin, bis Jesus wiederkommt, wird es Weissagungen und diese Dinge geben. Übrigens, und jetzt kommt meine Überleitung zur zweiten Botschaft. Die kann ich ja nur anreißen. Die allererste Weissagung oder der allererste Prophet in der Bibel war ein Mann namens Henoch, der siebte nach Adam. Der hat die erste Weissagung in der Bibel gebracht. Die erste Weissagung in der Bibel finden wir nicht im 1. Mose, sondern die finden wir im Judas 14. Da schlagen wir ruhig mal auf.